Hallöchen Leute, es geht los mit dem Tigerettenclub und die nächste Stunde geht es versprochen nicht um Corona. Bei uns gibt es das Duell Tigerenten gegen Frösche. Außerdem habe ich zwei super Gäste, nämlich Joey und Lou Kelly. Sie haben ein echtes Abenteuer hinter sich. Sie sind mit dem Bulli von Berlin nach Peking gefahren und genau das ist heute unser Thema. Jetzt aber erstmal in die Spielearena. Tigerentenclub mit Günther Kastenfrosch, Club DJ Max. Und hier sind Amelie und Johannes. Guten Tag, Leute. Willkommen im Tigerentenclub. Es heißt Tigerenten gegen Frösche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich freue mich ganz besonders auf unseren Start. Das wird eine wackelige Angelegenheit. Ja, es wird spannend heute. Und wir wollen euch erstmal unsere Teams vorstellen. Meine Frösche kommen vom Bergstraßengymnasium aus Hemsbach. Hier sind sie. Hier sind Leni, Theresa und Jonas. Und ihre Klasse hat uns von zu Hause einen Videogruß geschickt. Frösche, go! Theresa, Jonas, Leni, go! Yeah! Jetzt wünsche ich euch viel Erfolg bei euren Aufgaben, aber vor allem natürlich viel Spaß. Dankeschön, Frau Wagner. Meine Tigerenten kommen heute aus dem wunderschönen Bayern vom Maria-Wart-Gymnasium Günzburg. Hier sind sie, Nina, Jana und Maxim. Eure Klasse schickt euch natürlich auch eine Grußbotschaft. Hi Jana, wir wünschen dir ganz viel Glück. Ganz viel Kraft. Viele gute Gedanken. Du fragst das Nina. Viel Glück. Und einfach ganz viel Spaß. Du schaffst das Maxim. Und macht uns ja keine Schande. Richtige Popstars. Macht uns ja keine Schande, die Lehrer müssen ein bisschen Druck machen. Aber wenn ihr zu Hause sagt, hey, die Teams, die will ich ein bisschen näher kennenlernen, überhaupt kein Problem. Wir starten mit den Fröschen. Theresas Traumjob ist Modedesignerin, außerdem spielt sie Blockflöte. Leni spielt Gitarre und ist in der Jugendfeuerwehr aktiv. Und Jonas gärtnert gerne und möchte mit seinem Traumjob die Welt verändern. Kommen wir zu den Tigerenten. Nina kann toll singen und tanzen. Sie will später mal Sängerin werden. Jana liebt das Wasser. Sie ist eine echte Wasserratte und erinnert sich gerne an eine Bootstour in der Türkei zurück. Maxim macht Judo und sein Traumberuf Profisportler. Ja. Aktuell steht's auf dem Notbremsenkonto 0-0. Das wollen wir ändern. Team, check! Dazu brauchen wir hier vorne Jonas und Maxim. Wir spielen nämlich Wackeltransport. Wir erklären euch gleich, wie es geht. Vorher wollen wir ein bisschen mit den beiden quatschen. Jonas, du möchtest gerne Politiker werden. Das ist dein Traumjob. Wie bist du darauf gekommen? Ja, also ich schaue ziemlich viel Nachrichten und auch lese auch manchmal die Zeitung. Und da wird halt ganz viel vom Krieg berichtet und das finde ich halt ganz schlimm. Und manchmal steht da auch drin, was jetzt für Umweltprobleme wieder gibt, dass zum Beispiel immer weiter der Wald abgeholzt wird. Und ich glaube, wenn ich Politiker werde, kann ich daran viel ändern. Das heißt, dein Hauptthema, also das, was du konkret ändern möchtest, wären das Umweltthemen? Ja. Also meine Stimme hättest du. Ich würde Jonas wählen. Maxim und ich auch. Das heißt, du hast schon drei Stimmen. Maxim, du bist Judo-Kämpfer. Zeig mal einen Trick. Den möchten wir sehen. Ah, mach den noch einmal da vorne, dass wir den alle sehen. Ich probier's mit. Also bei mir wäre da niemand auf den Boden gegangen. Hat dir Judo schon mal was im Alltag gebracht? Ja, ich bin oft mal so hingefallen und wir machen ja im Training auch so Fallschulen, wie man richtig fällt. Und ja, da habe ich mich nicht verletzt in schwierigen Fällen. Was gefällt dir am Judo so besonders? Also, dass ich bei Turnieren, da kann ich das ganze Adrenalin aus mir rausbringen und es macht mir richtig Spaß. Und das Adrenalin kannst du jetzt auch aus dir rausbringen. Und zwar bei unserem nächsten Spiel. Wackeltransport nennt sich das Ganze. Ihr habt 45 Sekunden Zeit, diesen Kochlöffel zu nehmen, darauf einen Tennisball zu legen, einen Tischtennisball. Und dann geht's durch unseren Parcours. Einmal richtig unten durch, einmal richtig oben drüber, durch den Buchstaben durch. Und am Ende sollte der Tischtennisball in diesen Behälter hier kommen. Also, 45 Sekunden habt ihr Zeit. Es geht um die erste Notbremse. Es geht los in 3, 2, 1, go! Wir feuern uns Maxim an! Theresa, wir müssen anfeuern! Maxim, Jonas,
machst du super. Ganz in der Ruhe liegt die Kraft. Kein Problem. In der Ruhe liegt die Kraft. Maxim, das machst du klasse. Durch das W. Auf dem Weg zum zweiten. Maxim! Jonas, sehr gut. Vorbei, die Zeit ist vorbei. Oh, 45 Sekunden sind schnell vorbei. Dann gucke ich mal bei den Fröschen. Also, bei den Fröschen habe ich ein Bällchen. Die Tigerenten, der Maxim hat uns zwei Bällchen erspielt. Das heißt, die allererste Notbremse des Tages geht an die Tigerenten! Das war unser Teamcheck, Wackelparcours. 45 Sekunden für Maxim und Jonas. Und eigentlich sind sie gleich auf, aber dann kurz vor Behälter, ja, verliert Jonas einen Ball. Im Tigerentenclub geht es nicht nur ums Gewinnen, nein, wir kämpfen ja auch für den guten Zweck. Und zwar für ein Hilfsprojekt der Herzenssache von SWR und SR. Der erste Gewinner kriegt bei uns 600 Euro und der zweite Gewinner 400 Euro. Meine Tigerenten müssen mir jetzt verraten, für welches Projekt wir heute kämpfen. Wir kämpfen heute für das Projekt Miteinander leben lernen aus Saarbrücken. Und liebe Nina, worum geht es da? Es geht darum, dass Kinder und Kinder, die behindert sind, zusammen etwas unternehmen und Spaß haben, zum Beispiel basteln und Sport, ja, und so weiter. Freizeitaktivitäten. Ja. Ein sehr, sehr schönes Projekt, wo ich euch fest die Daumen drücke, dass wir 600 Euro an Miteinander leben lernen checken. Auch die Frösche unterstützen ein Projekt der SWR Herzenssache, nennt sich Gemüsegärten an Schulen. Jonas, du bist Gärtner, machst das gerne in deiner Freizeit. Worum geht's denn da? Da geht es darum, dass Kindern im Grundschul- und im Kindergartenalter gezeigt wird, was gesunde Ernährung ist und welches Obst und Gemüse jetzt von hier kommt, wie zum Beispiel der Apfel. Und dass die dann halt lernen, wie man sich gesund ernährt und dass die auch selber Obst und Gemüse anpflanzen können. Auch das ist ein tolles Projekt, das wir unterstützen mit 600 oder 400 Euro. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Spiel. Wir kommen zum Froschespiel. Theresa und Jana werden gleich alles geben beim Froschhüpfen. Vorher möchte ich gerne wissen, Theresa, du möchtest Modedesignerin werden. Wie kam es dazu? Also ich tue gerne zeichnen und auch mit der Hand manchmal ein bisschen nähen. Und dann habe ich mir gedacht, dass das ja eigentlich, weil das besteht ja aus den beiden Sachen und das macht mir eigentlich auch Spaß. Kann man super kombinieren. Ja. Und du hast uns auch was mitgebracht. Wer ist das denn? Also das ist so ein Bär. Und den habe ich halt selber genäht. Das war mit so einem Nähset. Und ja, das habe ich mit der Hand eingemacht. Der ist sehr flauschig, oder? Ja. Aus was für Teilen besteht der denn? Also das ist hier oben, ist das so Stoff und hier drin ist überall Watte. Das hier sind so Perlen und das hier ist so ein ganz, ganz weicher Stoff, der ist hier so geriffelt. Und das hier ist aus einer alten Jeans, ist das ausgeschnitten und dann zusammengenäht. Super cool. Und ich gehe davon aus, das ist unser Glücksbringer jetzt fürs Froschhüpfen, ja, oder? Perfekt. Liebe Jana, du bist eine echte Wasserratte. Ja. Wie oft schwimmst du denn in der Woche? Dreimal in der Woche. Dreimal. Und was ist deine Disziplin? Also ich schwimme eigentlich alles, nur am liebsten mag ich Brust und Rücken. Brust und Rücken. Und was ist jetzt deine Strategie fürs Froschhüpfen? Einfach merken und Gas geben. Das ist ein super Start, genau so machen wir es. Der Computer gibt euch verschiedene Hüpfreihenfolgen vor und ihr springt sie bitte nach. Denkt daran, richtig ins Feld zu springen und auch zeitlich immer mit dem Ton, wenn er kommt. Wir machen den Anfang und starten mit drei Feldern. Lieber Computer, gib uns die erste Hüpfreihenfolge. Jetzt in die Mitte stellen und beim ersten Ton geht es los. Erste Runde. Wir fangen mal mit Theresa an. Einmal. Was glaubst du? Also ich hatte das erste richtig, aber irgendwie habe ich mich dann vertauscht, weil eigentlich war es ja, glaube ich, unten und ich bin nach oben gesprungen. Wir gucken einfach mal, okay? Mhm. So, der Computer muss uns helfen. Wie sieht's aus? Ein richtiges Feld. Feld. Dann schauen wir mal Diana an. Wie viel haben wir ersprungen? Auf ein Feld. Auch eins.
Ihr macht spannend. Ja, kommen wir einfach gleich zum zweiten Level. Zweite Runde. Computer, bitte gib uns 5 Felder zum Nachhüpfen. Einmal durchatmen und in die Mitte stellen. Es geht los. Dann schauen wir mal bei Jana, wie viel sie richtig hatte. 1, 2, 3. 4 richtige. Super. 4 richtige bei den Tigeretten. Dann bin ich gespannt auf das Ergebnis der Frösche. 1 richtiges Feld. Damit geht die 2. Notbremse des Tages an die Tigeretten. Das ist doch nicht schlimm, Kopf nicht hängen lassen. Ja. Super gespielt. Das war unser Froschhüpfen. Jana behält die Nerven bei den Tigerenten und bekommt dafür auch völlig verdient die nächste Notbremse für Team Gelb. Und damit sind wir zurück im Clubraum mit einer unglaublichen Geschichte. Denn Joey Kelly ist nicht nur Mitglied bei der legendären Kelly Family, sondern er ist natürlich auch Abenteurer und Extremsportler. Und zusammen mit seinem Sohn Luke und einem alten Bully hat er sich auf eine echt unglaubliche Reise gemacht. Ein alter Bulli, 2 Abenteurer und über 12.000 Kilometer durch 10 Länder. Das ist die Challenge von Joey Kelly und seinem Sohn Luke. Eine Reise voller aufregender Herausforderungen. Neue Welten und spannende Begegnungen. Das einzigartige Abenteuer, heute im Tigerentenclub. Schön, dass Sie da sind. Hier sind für euch Joey und Luke Kelly. Mit Reisegepäck. Richtig. Leute, schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Ihr dürft euch hier setzen. Wir haben ja schon ein bisschen was vorbereitet. Und auch diese Reisetasche, da werden wir gleich gemeinsam mit euch reinschauen. Joey, vorher diese Idee mit dem Bulli von Berlin nach Peking. Ja. Wie seid ihr auf die gekommen? Die wollte ich eigentlich schon vor Jahren machen. Dann habe ich Luke gefragt, ob der Interesse hätte, mit mir ohne Geld von Berlin nach Peking zu fahren. Ihr beide bestreitet ja sowieso zusammen viele Challenges, seid beide richtige Sportler. Aber Luke, wie haben deine Kumpels reagiert, als du gesagt hast, ey, ich und mein Papa, wir machen die Nummer? Ja, mir hast du erst nicht geglaubt. Ich habe dann natürlich immer wieder gesagt, doch, wir machen das. Und als es dann natürlich offiziell war, wir gestartet sind, ist da jeder natürlich vom Glauben abgefallen. Aber wir haben es durchgezogen, 4 Wochen, und haben es geschafft. Kann es sein, Joey, dass dieses, dieses Reisemotiv euch sowieso im Blut liegt als Kellys? Ja, meine Eltern, als ich noch klein war, wir sind über ganz Europa gereist. Mit so einem alten VW-Bus oder einem Doppeldecker-Bus, mit Hausboot. Also wir waren immer auf Reise. Du hast uns ein wunderschönes altes Bild mitgebracht, das wollen wir uns mal anschauen. Weißt du noch, wann das war und wen sehen wir da? Genau, also das ist 1977 und da sieht man hinten, da bin ich 5 Jahre alt und das war unsere erste Tourbus. Wahnsinn, wer ist noch auf dem Bild? Weil da waren nicht alle geboren, ja? Nein, da ist Jimmy, Johnny, Patricia, Kathy und gefehlt hat noch Paddy, Angelo und Mighty haben gefehlt. Jetzt wollen wir uns aber mal den ersten Teil dieser Bully-Challenge, dieser Reise anschauen. Es geht von Berlin nach Moskau. Nachts in Berlin. Hier startet die Reise von Joey und Luke. Erstes Ziel, Ostsee. Einmal vollladen bitte, und zwar mit Spenden. Läuft. Ab jetzt wohnen die beiden im Bulli. Aber Luke schläft draußen? Wieso das? Mein Vater hat ein wenig geschnarcht. Nächstes Ziel, Polen. Luke darf natürlich auch ansteuern. Pass auf, nicht so schnell an der Kurve, Luke. Gott, oh Gott, oh Gott. Keine Sorge, ist alles gut gegangen. Das Problem ist eher das Auto. Aber ein Glück gibt es unterwegs Hilfe. Und als Dank gibt es Kelly-CDs. Oder man hilft sich einfach selbst. Na geht, also fährt doch. Weiter geht's nach Russland. Genauer gesagt St. Petersburg. Aber erstmal was essen. Danach kurzes Sightseeing und eine spontane Tanzeinlage. Viva!
und dann endlich Moskau. Da warten plötzlich ganz andere Herausforderungen. Hier müssen wir nicht hin, wir müssen auf die andere Seite. Denn in Moskau wird Kyrillisch geschrieben. Wir sind hier. Nein, grün. Falsche Richtung, so. Doch, die war ja schon mal die richtige. Erstmal Chaos, aber dann Happy End auf dem Roten Platz in Moskau. Eine wunderschöne Reise mit einem wunderschönen, aber alten Bus. Wie oft ist der kaputt gegangen, Luke? In der ersten Woche hatten wir jeden Tag Pannen. Jede Woche? Ja, es war wirklich krass. Aber wir haben es nach Polen geschafft, ihn richtig zu flicken. Bis kurz vor Peking. Ja, da hatten wir auch Panne. Und ihr hattet aber eine tolle Idee. Ihr wolltet das Ganze nämlich nur mit Spenden finanzieren und euch irgendwie so durchtauschen. Was war denn die Idee, Joey? Ja, die Idee war einfach der Challenge, ohne Geld zu starten und ob es wirklich machbar ist, diese 10 Länder und knapp 13.000 Kilometer bis nach Peking anzukommen. Also man darf so viel verraten, es ist machbar, aber kannst du uns kurz verraten, mit was habt ihr denn getauscht? Genau, wir haben halt alles Mögliche mitgebracht, zum Beispiel jetzt altes Merchandise von der Kelly Family, das ist ein Kelly Weihnachts-CD, noch eins, und dann hatten wir alte Bücher, die wir auch geschenkt haben, dann noch mehr CDs, Over the Hump CDs, dann hatten wir Eisbären hier da vorne, ja. Das lief am besten. Also was hat es mit dem auf sich, mit dem Eisbär? Ja, gar nichts. Die haben wir geschenkt bekommen. Wir haben 5 Stück. 5, fünf große Tüten, meine ich jetzt. Und die haben wir halt geschenkt und dafür halt Essen bekommen. Wir hatten Schmuck, wir hatten Klamotten. Also wir hatten das Auto komplett zugepackt mit Tauschware. Dieses japanische oder chinesische Kennzeichen. Genau. Was ist das denn? Ich musste in China einen Führerschein machen und das Auto brauchte chinesisches TÜV und ein Kennzeichen. Und das war gar nicht so einfach. Ne? Und das Auto hat es aber trotzdem bestanden. Und dann dürften wir halt die letzten knapp 1000 Kilometer bis nach Peking fahren. Weil ihr diese Tauschaktion angesprochen habt. Ihr habt natürlich auch dazu aufgerufen und das hat super funktioniert. Und das wollen wir uns mal anschauen. Das war in Berlin. Da sind jede Menge Leute gekommen. Wart ihr überrascht? Genau. Also wir haben ein kurzes Posting über Instagram gemacht. Und dann kam auf den Alexanderplatz richtig viele Leute. Und die haben uns total viel zu essen gebracht. Auch Geld geschenkt, dass wir halt tanken konnten. Wir haben aber nicht so viel Geld gebraucht bis nach Peking, weil das Sprit halt quasi außerhalb von Europa relativ günstig ist. Wie fällt das schwer, wenn man während der Reise Leute ansprechen muss und sagen, hey, können wir irgendwie tauschen? Weil es gibt ja einmal die sprachliche Barriere und dann auch so ein bisschen, schämt man sich manchmal auch? Nein, wir sind das gewohnt, also auf Leute zuzugehen. Selbstverständlich nach Moskau, Russland wird es sehr, sehr schwierig, mit den Menschen in Kontakt zu treten, gerade natürlich in der Mongolei, wo die Menschen kein Englisch sprechen. Aber in Russland ging es, wir konnten uns einigermaßen verstehen, ein bisschen auf Russisch sprechen und wir haben es, wie man sieht, auch geschafft. Vielen Dank, ihr beiden. Wir quatschen gleich weiter über eure großartige Reise. Vorher geht es aber weiter mit den Tigeretten und den Fröschen. Wir kommen zum Clubstar. Beim Clubstar geht es um Gesang und Performance. Gesang bewertet der Computer und die Performance der Mann an den Soundpads. DJ Max. Max, jetzt musst du uns mal verraten, wie schwer ist es eigentlich zu singen und zu tanzen gleichzeitig? Boah, super schwer. Ich muss immer an so Stars denken wie Justin Timberlake, die halt einfach total fit sind in Sachen Sport, weil die singen dann eine Stunde am Stück und tanzen die ganze Zeit. Ist nicht so einfach. Also ich könnte eins von beidem vielleicht so ein bisschen, aber beides gleichzeitig ist schon eine Herausforderung. Deswegen bist du auch unser DJ. Ja, zum Glück. Ich muss die Musik auflegen. Jetzt kommen aber die beiden Performer. Wir starten bei den Fröschen und zwar mit Leni. Sie singt den Song Glitzer von Lina. Muss man da sehr abgehen auf der Bühne? Auf jeden Fall. Also Lina kennen wir ja als unseren Kika-Star, hat deinen Song gewonnen schon vor ein paar Jahren. Ich bin überrascht, dass wir jetzt wieder den Song hören, weil es war so in letzter Zeit ein bisschen still irgendwie um sie. Aber cooler Song, genau wie alle ihre Songs, so ziemlich rebellisch, also wo man echt gut abgehen kann. Ich glaube, ein gutes Motto für den Song ist, sich vorzunehmen, wie ist es eigentlich, wenn die Eltern sagen, räum mal dein Zimmer auf. Ja? Ich glaube, das wäre ein gutes Motto, was du haben kannst, um jetzt auf der Bühne schön abzugehen. Dankeschön, Max. Wir freuen uns auf Lena. Leni, die schon im Zirkus aufgetreten ist. Jetzt steht sie auf unserer Bühne. Leni, sei unser Clubstar. Ist die Welt wieder mal ein bisschen zu real? Und irgendwie geht nicht so richtig klar. Gib das Leben die Zitrone, bist du sauer und verbittert. Doch bleib einfach ganz relaxed, es kommt wieso immer noch viel schlimmer. Lass das los, dann sind die Hände frei.
für eine kleine Handvoll glücklich sein. If the world's bitter, put us some glitter, put us some glitter, put us some glitter. If the world's bitter, put us some glitter, put us some glitter. Schmeiß einfach Glitzer drauf. Glitzer, oh, 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 Glitzer, oh, 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 oh. Glitter, Glitzer, oh, 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 oh. Sieht die Welt beschissen aus, schmeiß ganz einfach Glitzer drauf. Glitzer, oh, 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 oh. Oh, Glitzer, oh, 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 Glitter, Glitzer, oh, 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 sieht die Welt beschissen aus, schmeiß ganz einfach Glitzer drauf. Leni von den Fröschen mit Glitzer von Lina. Leni, super, danke schön für deinen Auftritt. Aber jetzt verrat mir bitte, wann bist du im Zirkus aufgetreten? Wie kam es dazu? Also, einer aus meiner Klasse wollte halt zum Zirkus und das habe ich mitbekommen. Und dann habe ich ihn gefragt und dann sind wir da halt zusammen hingegangen. Und da kann man dann sagen, hey, ich will auch mal einfach mitmachen oder wie läuft das? Also da musste man sich halt anmelden übers Internet und dann konnte man da halt mitmachen. Was war das für eine Erfahrung? Was hat man da für ein Gefühl im Bauch? Also es ist halt schon aufregend, da auf so einem Trapez zu sein und so und da halt Sachen drauf zu machen. Ich bin mir sicher, du hast das genauso gemeistert wie den Auftritt jetzt bei uns im Tiergärtenclub. Der Computer gibt Leni 2 Punkte. 2 Punkte für Leni. Jetzt kommt Nina von den Tigerenten und sie weiß, dass man kein Geld braucht, um Spaß zu haben. Sie hat sich den Song Sia, Cheap Thrills ausgesucht. Max, worauf kommt's da an? Oh, das ist super schwer zu singen auf jeden Fall. Also Sia hat ja diese krass gute Stimme. Ich höre die total gerne. Und was ich immer ganz toll finde, sind auch die Musikvideos bei ihr. Die ganzen Tänzerinnen und Tänzer, die haben so richtig tolle Körperspannung und es ist, glaube ich, total anstrengend, diese Songs da zu tanzen von Sia. Von daher, gute Songauswahl auf jeden Fall. Nicht schwer, nicht einfach zu singen und auch nicht einfach zu tanzen. Ich bin sehr gespannt jetzt. Danke, Max. Nina, ich weiß, dass sie eine super, super schöne Stimme hat, deswegen mache ich mir gar keine Sorgen. Genieße die Bühne und sei unser Clubstar. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Das war ja quasi Sia, Nina. Wann hast du bemerkt, dass dir Singen liegt? Also ich singe schon seit ich klein bin. Wo ich kleiner war, wo ich ungefähr 1 war, habe ich immer, ich konnte einfach alle CDs im Auto auswendig. Das war Englisch und auch andere Sprachen. Und ja. Und du hast doch richtig Englisch gesungen, weil wenn ich das singe, dann singe ich immer so ein... Ja, also in der Schule bin ich auch sehr gut in Englisch, da habe ich eine 1, weil englische Sprache liegt mir einfach so. Und wisst ihr was, die Nina kann noch was Cooles, die schneidet nämlich auch gern. Das heißt, du wirst irgendwann auch mal Musikvideos von dir selber schneiden. Ja, bestimmt. Ich schneide auch gerne so Family-Vlogs, wir machen manchmal, wenn wir irgendwo hingehen oder so. Und dann schneide ich die und bearbeite die und das macht mir Spaß. Boah, mega cool, ja. Liebe Nina, der Computer hat dir auch 2 Punkte gegeben, jetzt liegt es an Max. Max, die Bewertung bitte. Ja, ich fange mal an bei den Fröschen. So die große Rebellen habe ich da noch nicht gesehen. Es war so ein bisschen, so Ansätze waren da im rebellisch sein, aber da hat mir so ein bisschen was gefehlt in der Performance. War trotzdem ganz cool gesungen. 2 Punkte für die Frösche. Und dann mache ich weiter bei den Tigerenten. Nina, das war richtig cool gesungen. Amelie hat es ja schon gesagt, echt cooles Englisch, coole Stimme. Dann hast du auch einmal, ich weiß nicht, wen hier im Studio anfokussiert, so mit diesem zeigen wir richtig cooler Move. Von mir gibt es 4 Punkte für die Tigerenten, für die Performance. 4 Punkte bei den Fröschen. 6 bei den Tigerenten. Eine ziemlich verdiente 3. Notbremse. Stark! Wieder auch zu wenig.
Tigerente Nina räumt ab mit ihrem Hit von Sia. Eine tolle Performance, wird natürlich von ihrem Team gefeiert, völlig zu Recht. Auch Leni performt super mit Glitzer von Lina. Und am Ende gibt es die Notbremse für die Tigerenten. Und damit sind wir zurück im Clubraum mit Joey und Lou Kelly und ihrer wahnsinnigen Reise mit einem alten Bulli von Berlin nach Peking. Aber Joey, wenn ich dich hier habe, ja, was sagst du zu den beiden Girls auf der Bühne? Hammer, die haben Riesentalent. Ich glaube, es werden die nächsten Superstars. Ich hoffe, du hast recht. Luke, eure Reise, zwei Kontinente, über 12.000 Kilometer. Was war das Krasseste, was ihr erlebt habt? Die Gutmütigkeit der Menschen. Wir hatten einmal ein Pärchen mitgenommen für mehrere hundert Kilometer. Und dann, als wir sie rausgelassen hatten, die hatten wirklich nichts, haben sie uns trotz alledem was geschenkt, was sehr, sehr emotional war. Nämlich einmal ein Messer von Ivan, so hieß der, der Mann, hat er mit seinem Opa ein Messer geschnitzt, beziehungsweise geschmiedet. Und damit das uns dann geschenkt als Dankeschön. Ach, so ein persönliches Geschenk. Ja, also wirklich, die Menschen, die geben so viel, wenn man halt irgendwie Glaubwürdigkeit und Vertrauen schafft, dann und die haben uns eingeladen in den Häusern, zu essen gegeben, es war offene Türen überall. Wir haben einen schönen Ausschnitt von einer dieser Einladungen, das ist nämlich in der Mongolei und da durften Joy und Luke etwas sehr Spannendes probieren. Gucken wir mal. In der Mongolei warten faszinierende Landschaften auf Joey und Luke. Viele Menschen leben hier in Jurten. Und sie haben einiges zu bieten. Zum Beispiel vergorene Stutenmilch. Ob das schmeckt? Very good. Und? Wow. Heftig. Wow, ey, unfassbar. Leck mir am Arsch. Gastfreundschaft ist hier wichtig. Sofort lädt die Familie Joey und Luke in ihre Jurte ein. Und es gibt sogar ein Gastgeschenk. Leckere Stutenmilch. So, dann haben wir jetzt erstmal genug zu trinken für die nächsten zwei Tage. Wenn man an Weihnachten gefragt wird, wie hat das Weihnachtsessen geschmeckt, Zitat Joey Kelly, leck mich am Arsch. Ist das jetzt gut oder nicht so gut? Wie war's denn? Ja, es ist schon sehr streng und also es schmeckt nicht gut. Es schmeckt nicht gut? Nein, nein. Stutenmilch ist von Pferden, also genau. Ja. Wie funktioniert das? Von weiblichen Pferden wird das einmal gemolken und dann haben die aber so ein Lederkuh so halt in der Jurte. Genau. Ja. Und bewahren das dann da halt mehrere Tage dann wochenlang auf drin, und dann gespeichert zack, zack, zack. Und bewahrt und so. Es ist komisch. Klingt ja nicht so gut. Und nein, es ist auch total warm da. Also es ist nicht gekühlt im Kühlschrank oder so. Ja. Habt ihr sowas dabei? Also, klar, natürlich. Wirklich? Tatsächlich? Ja. Oh, nee. Doch. Musst du unbedingt probieren. Okay, ich würde es probieren. Okay. Das ist tatsächlich, okay, das ist die Stutenmilch. Aber es ist jetzt, wie schlimm ist das denn auf einer Skala von 1 bis 10? Ach, gar nicht so schlimm eigentlich. Schmeckt eigentlich total super. Oh, oh je, oh je, oh je. Oh, es riecht und schäumt ja Butter. Schön sauber rein. Okay, komm auf, ich vertraue euch beiden jetzt. Oh. Okay. Also vielen Dank, dass ich so ein bisschen Teil dieser Reise sein durfte. Es schmeckt sehr, sehr bitter und sehr, sehr sauer. Und überhaupt nicht nach Milch. Denkt dran, wir haben die echten Reiseprofis hier. Ihr könnt ihnen Fragen stellen. Joey und Luke Kelly, das Ganze geht auf tigerentenclub.de. Und später in der Sendung werden wir diese Fragen beantworten. Jetzt weiter mit den Tigerenten und den Fröschen. Ich gehe mal Hände waschen. Bis gleich. Wiss-Quiz bedeutet, es ist Zeit für unseren Zufallsgenerator und für unsere Rubriken. Da haben wir heute Almschule, Religion, Tiere, Technik, Pflanzen und Berufe vorbereitet. Ja, weil die Frösche hinten liegen, dürfen wir anfangen. Der Zufallsgenerator bitte ab und ihr sagt Stopp und ich buzzer. Stopp. Es ist geworden Tiere. Eure Frage kommt aus dem Tierreich. Korallenriffe sind in allen Meeren bedroht von der steigenden Wassertemperatur. Sie sterben ab. Monique hilft, zerstörte Riffe wieder aufzuforsten. Taucher brechen Stücke aus intakten Kolonien, die aus Tausenden von Korallentierchen in ihren harten Skeletten bestehen. So sieht ein Stück mit mehreren Tierchen aus. Es wird dann in vorbereitete Fundamente einzementiert, um wieder ein Riff zu bilden.
Diese Korallen haben sich in anderthalb Jahren schon gut vermehrt und mit dem Aufbau einer Korallenbank begonnen. Jedes Tierchen bringt das harte Skelett, in dem es festsitzt, selbst hervor. Es bleibt bestehen, auch wenn das Tierchen stirbt. Die nächste Generation baut obendrauf. Und das ist die Frage. Woraus ist das harte Skelett der Korallen? Jetzt sind die Frösche gefragt. Woraus besteht das harte Skelett der Korallen? Ist das A, Haut, B, Kalk oder C, Haar? Ich glaube, es ist nicht Haut und auch nicht Haar. Ich wäre für B. Ja, ich auch. Ja. Dann seid ihr euch schnell einig? Ja. Also wir nehmen B? Ja. Dann machen wir das. Wir loggen ein B, Kalk. Und diese Antwort ist richtig. Super. Mit dem ersten Punkt ins Whiz-Quiz gestartet. Jetzt seid ihr dran, liebe Tigerenten. Der Zufallsgenerator läuft und ihr dürft schreien, wann ich stoppen soll. Stopp. Das wird Technik und da geht es jetzt in den Straßenverkehr. Rot für Stopp und Grün für Los. In den Städten regeln Ampeln den Verkehrsfluss und sorgen dafür, dass Fußgänger auch mal dran sind. Wie lange die Ampel rot ist, wird je nach Tageszeit und Verkehrsdichte unterschiedlich gesteuert. Wenn eine Fußgängerampel auf Rot schaltet, gibt es eine genau berechnete Zeit, in der Fußgänger noch Zeit haben, die Straße sicher zu überqueren und für Autos freizumachen, zu räumen. Und das ist die Frage. Welche Fußgängergeschwindigkeit wird bei der Berechnung der Räumzeit angenommen? Ich wiederhole eure Frage. Welche Fußgängergeschwindigkeit wird bei der Berechnung der Räumzeit ungefähr angenommen? Ist es A 15 km/h, B 10 km/h oder C 4 km/h? Also ich glaube 4 km/h, weil 15 und 10 ist viel zu schnell. 10, glaube ich, ist auch viel zu schnell. Ja. Und 4 km/h kann ich mir irgendwie vorstellen, weil es gibt ja auch Leute, die langsam fahren. Langsam. Vor allem, wenn alte Leute drüber gehen, die sind ja nicht 15 km/h oder 10 km/h schnell. Ja, denke ich auch. 4 km/h loggen wir ein. 4. Das habt ihr euch schön hergeleitet. Wir loggen ein C, 4 km/h. Und es sind natürlich 4 km pro Stunde. Sehr schön. 1:1 steht's, weiter geht's, Zufallsgenerator für die Frösche ab. Stopp. Es geht um Pflanzen, Leute. Anfang Juni ist Erntezeit für Holunderblüten. Es duftet blumig und nach Honig und Zitrone. Die großen weißen Blüten müssen schnell verarbeitet werden, bevor sie welken. Aus den Blüten kann man mit Zucker zum Beispiel Sirup kochen. Viele Blüten bleiben natürlich hängen. Sie sollen zu Beeren reifen. Die sollte man übrigens nicht roh essen. Sie sind schwach giftig. Und jetzt kommt die Frage. Sind Holunderbeeren schwarz, gelb oder grün? Jonas ist schon am Grinsen, weil er gerne gärtnert im Garten. Hier ist die Frage. Welche der Früchte sind Holunderbeeren? Die schwarzen, die gelben oder die grünen? Also ich weiß es, glaube ich. Ja, ich würde grün, oder? Nein, das sind die schwarzen. Ja, weil die habe ich auch schon mal gesehen im Garten. Vor allem, und so. Die sind ja am Anfang so weiß und so buschig. Und wenn man dann genau hinguckt, die schwarzen sahen genauso aus. Und so eine kleine Frucht mit 10.000 anderen Blüten kann nicht zu einer grünen Frucht werden. Also ich glaube, es ist schwarz. Also A. Und A? Ja. Was machst du denn im Garten, wenn du gärtnerst, Jonas? Also da mache ich eigentlich mehr was mit Obst und Gemüse und pflanze dann Salat oder sowas. Aber unsere Nachbarin hat richtig viele Blumen und da frage ich auch immer nach, welche das jetzt genau ist. Und ich glaube, die hat auch Holunder. Das heißt, wir loggen ein A, schwarz. Und diese Antwort. Ach, manchmal lohnt sich so eine Nachbarin. Richtig, sehr gut. 2:1. Das flutscht ja richtig gut. Wir haben allem Schule, Religion und Beruf. Zufallsgenerator ab. Stopp. Nina hat sich Religion ausgesucht und da geht es jetzt um ein fröhliches jüdisches Fest. Jedes Jahr, wenn Christen sich auf Weihnachten freuen, feiern jüdische Gemeinden 8 Tage lang ein fröhliches Fest. Damit wird seit mehr als 2000 Jahren an ein Wunder erinnert. Eine Öllampe im Tempel von Jerusalem soll 8 Tage lang fast ohne Öl gebrannt haben. Deshalb wird jeden Tag ein Licht mehr an einem 8-armigen Leuchter entzündet.
Kinder lieben das Fest. Es gibt Geschenke und Süßigkeiten. Und hier kommt die Frage. Wie heißt dieses Fest? Wir sind im Dezember und die Frage lautet, wie heißt das jüdische Fest, das meist im Dezember gefeiert wird? Ist es A. Chanukka, B. Ostern oder C. das Laubhüttenfest? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht, aber ich glaube, Rang hört sich am besten an. Ich glaube, Ostern, das feiern eigentlich Christen. Laubhüttenfest, das, das hört sich passt so nach Hütte an. Das passt irgendwie nicht dazu. Ich glaub, deswegen glaube ich Chanukka, weil das ist auch ja, so jüdisch. So. Klingt das jüdisch? Jüdisch? Ja, ich glaube, das klingt ein bisschen jüdisch. Ja, als Ostern und so. Seid ihr euch einig? Ja. Dann loggen wir A. Chanukka ein, weil es jüdisch klingt. Maxim, du hast dir das gut hergeleitet. Also das Laubhüttenfest gibt es tatsächlich. Das ist das Erntedankfest im jüdischen Glauben im Herbst. Ostern ist ein christliches Fest. Das heißt, Chanukka ist völlig richtig. Sie machen spannend, unsere beiden Teams. Nächste Runde für die Frösche. Los geht's, Zufallsgenerator. Stopp. Und es geht um Berufe. Und da geht es darum, wie man aus Brettern ein Fass macht. In dieser Fassmacherwerkstatt ist Handarbeit angesagt. Eine nach der anderen werden Latten aneinandergefügt. Dauben nennt der Fassmacher sie. Eiserne Reifen halten die Dauben an einem Ende zusammen. Und wie werden die Dauben dann rund? Das Geheimnis? Feuer macht's. Gerade heiß genug, um das Holz biegsam zu machen. So können die Dauben in die richtige Form gezwungen werden. In dieser Form kann das Fass dann mit wenig Kraft gerollt werden. Für den Beruf des Herstellers von Fässern und Bottichen gibt es mehrere Namen. Einen davon sollt ihr erraten. Er ist wie viele Handwerksberufe zu einem deutschen Nachnamen geworden. Und das ist die Frage. Wie nennt man einen Fassmacher? Wie werden diese Fassmacher genannt? A. Müller, B. Böttcher oder C. Schmied? Also, ich würde vielleicht sagen Böttcher, weil Schmied ist ja eher so aber mit so Hämmern und Feuer. Aber Schmied, also beim Fass wird ja auch erstmal das Holz warm gemacht und dann wird es auch mit einem Eisenring zugemacht. Aber ich glaube auch nicht Schmied. Also ja, was ich glaube, Böttcher ist, so weiß ich halt nicht. Und ich habe den Nachnamen auch noch nie gehört. Also ich würde mal Böttcher einnehmen, oder? Ja, also Müller ist es ganz sicher nicht. Ich würde auch Böttcher. Ja, Böttcher würde ich auch sagen. Ich höre euch so gerne zu. Ihr leitet euch das so schön her. Also was nehmen wir? B. Okay, wir loggen ein B. Also bei diesen Fassmachern ist es so, die machen nicht nur Fässer, sondern die machen auch Badewannen und auch Bottiche. Richtig ist Antwort B, Böttcher. Super, Leute. 3 Punkte für die Frösche. Jetzt wird es spannend, liebe Tigerenten. Ich kann euch nur noch die Almschule abbuzzern. Aber ihr könntet Glück haben, weil in dem nächsten Film gehen wir in eure Landeshauptstadt, nämlich nach München. Und da stellen wir uns die Frage, gibt es in München eine Alm? Das hier ist einer der ungewöhnlichsten Orte Münchens, die Stadtalm. Auf einem alten Fabrikdach, über 60 Meter hoch, wird Gemüse geerntet. Außerdem leben hier Hühner und Schafe. Hey Nico, also du bist ja der Gründer der Stadtalm. Warum sind ausgerechnet Schafe, die hier oben auf dem Dach leben? Die Schafe sind eben das natürlichste Instrument für die Pflege von grünen Flächen. Und wir wollten hier keinen Hausmeister, der mit dem Rasenmäher über die Fläche robotert, sondern einfach es auf natürliche Art und Weise pflegen. Was ist denn das, genau das Besondere an der Schafswolle? Also die Schafwolle ist zum einen halt ein sehr gutes Textil für kalte Tage, aber eben auch für warme Tage. Und sie hat auch heilende Wirkung. Das Lanolin, du hast ja auch gerade gestreichelt, dieses sehr fettig, ein bisschen fettig. Ist auch ganz toll bei stumpfen Verletzungen. Ich habe auch ganz viele Pferdebesitzer, deren Pferde Knöchelverletzungen haben. Und dann binden die die Schafwolle ein paar Tage drüber und berichten mir, dass sie tatsächlich diese Probleme so lösen können. Ah, okay. Das ist die frisch geschorene Wolle von den Schafen. Sag mal, Nico, was macht ihr jetzt eigentlich damit? Die Wolle wird von unseren Kindern in der Almschule, dem Umweltbildungsprojekt von uns, weiterverarbeitet. Also wird hier sortiert und dann ganz einfach gewaschen
und irgendwann ist sie dann viel sauberer als das dreckige Material hier. Und jetzt die Frage an euch. Wie wird die frisch geschorene Wolle der Schafe eigentlich genannt? Danke, lieber Tigern-Reporter Jasper, für die Frage. Ich wiederhole sie nochmal. Wie wird die frisch geschorene Wolle der Schafe genannt? Ist es A, die Rohwolle, B, die Garwolle oder C, die Kochwolle? Also ich würde Kochwolle nehmen, weil wenn man das ja gekocht hat, ist es normalerweise frisch und das kann man auch gut essen. Oder Rohwolle könnte auch gehen, weil wenn es frisch ist und roh ist so gesagt auch neu, so wie frisch, das ist auch jetzt nicht, da hat man es auch nie verarbeitet, sondern es ist frisch. Was sagen die Mädels dazu? Garwolle kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das hat jetzt irgendwie auch keinen Zusammenhang, habe ich das Gefühl. Kochwolle eigentlich auch nicht, weil man kocht es ja nicht. Und Rohwolle ist ja so, die kommt ja direkt vom Schaf. Und wenn sie dann verarbeitet wird, ist sie dann nicht mehr roh, weil sie ja dann halt schon sauber gemacht wurde und sowas. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Jetzt müssen wir uns entscheiden, Kochwolle oder Rohwolle? Rohwolle. Ja. Okay, ja. Loggen wir ein, A, Rohwolle. Damit können wir ausgleichen. Und das tun wir auch. Richtig. Beide Teams haben das super gemacht. Drei Perfekt. Punkte für die Tigeretten, drei für die Frösche. Das heißt, wir vergeben zwei Notbremsen. Was ein großartiges Quiz! Mega. Beide Teams können sich abfeiern, liefern ab beim Quiz. Jedes Team bekommt eine Notbremse und damit steht es 1-4. Für die Tigerenten. Und wir sind zurück bei Joey und Luke Kelly. Sie sind mit dem Bulli von Berlin nach Peking gefahren. 30 Tage auf engstem Raum. Ich meine, ihr versteht euch gut, Luke, keine Frage. Aber gab es nicht auch mal Momente, wo du gedacht hast, Papa, jetzt ist mal gut? Wir hatten wirklich durch und durch super schöne Momente. Gerade auch so welche Momente zu zelebrieren wie diese Gutmütigkeit. Mhm. Aber gerade auch, wo wir ankamen in dem Ziel, wo man 4 Wochen lang unterwegs war, selbstverständlich den ganzen Tag 20 Stunden gefahren ist am Stück und dann sich einfach noch gefreut hatte, zack, nach Hause zu fliegen und in die Arme der Familie zu fallen, mehr oder weniger. Total schön, wie du das so beschreibst. Ihr hattet aber während der Reise trotzdem nicht viel Platz, musstet viel zu Hause lassen. Was habt ihr denn am meisten vermisst? Am meisten vermisst haben wir, ich überlege, vielleicht eine warme Mahlzeit manchmal oder ein schönes Bett oder ja, ein Dach über dem Kopf oder kein Regen. Also Kleinigkeiten und trotzdem war die Tour großartig. Also jetzt ist es gar nicht mehr möglich zu reisen nach Peking und das haben wir letztes Jahr erlebt und das kann uns keiner nehmen. Das sind einfach Erinnerungen, die bleiben und wir kommen zu unserer Schlafsack-Challenge. Wir haben euch einen Schlafsack vorbereitet, bitte. Der ist natürlich ordentlich ausgerollt und jetzt geht es darum, wer von den beiden kann ihn schneller zurückstopfen in die Hülle. Seid ihr soweit, ihr beiden? Ja. Wo hier? Es geht los in 3, 2, 1, go! Okay, beide legen den Schlafsack ab, das ist gut. Ich glaube, Luke liegt ein bisschen vorne. Weißt du? Ja. Auf geht's, Joey! Wer ist der größere Reiseprofi? Bei Luke wird's jetzt ein bisschen akrobatisch. Komm schon! Oh, oh. Oh, Luke! Ja! Nein! Nein. Da ist er! Oh. Okay. Nein, der ist noch nicht zu. Warte, warte. Doch. Also ich würde sagen, der war zu, oder? Doch, Luke. Komm. Keine Chance. Luke, ich muss leider sagen, der Papa hat dir was vorgemacht. Also, als ihr angekommen seid, an eurem Ziel und zwar in Peking. Das sind die Bilder dazu. Endspurt nach fast 12.000 Kilometern quer durch Europa und Asien. Kurz vor dem Ziel geben Joey und Luke nochmal alles. Es geht auf die chinesische Mauer. Eines der 7 neuen Weltwunder und über 20.000 Kilometer lang. Um nach oben zu kommen, braucht man ziemlich große Schritte. Das letzte Stück geht's aber nicht zu Fuß, sondern mit dem Bulli. Nach 30 Tagen Reise endlich Peking. Wir haben es endlich geschafft, Leute. Ziel erreicht. Challenge completed. Also, geht doch.
Papa glücklich, Sohn glücklich, angekommen nach einer 30 Tage langen Reise. Ja, Luke Joy, was würdet ihr sagen? Was hat euch diese ganze Reise irgendwie gebracht? Was nehmt ihr mit? Ich nehme auf jeden Fall Dankbarkeit mit, dass man für das dankbar sein kann, was man zu Hause hat, was man auch in schwierigen Zeiten vermisst, aber wirklich die Familie vor allem auch hat, gesund ist und diese schönen Momente, die man zusammen erlebt, zelebrieren kann. Für mich die krasseste Urlaub, die es gab bis jetzt. Also wirklich, es war einfach schön. Ne? Und natürlich das Ergebnis, dass man auch ankommt, ja, dass das Auto gehalten hat, ist auch nicht, sag ich mal, normal. So einen alten Karre, aber es hat geschweißt, hat Spaß gemacht. Wir haben viele Menschen kennengelernt, die einfach cool drauf waren und es war großartig. Und jetzt wollen wir die Fanfragen beantworten, die ihr gestellt habt auf tigertenclub.de. Also, hattet ihr manchmal auch Momente, in denen ihr die Reise bereut habt, Luke, wo ihr gesagt habt, wir brechen ab? Nein, also natürlich die erste Woche war sehr, sehr schwierig. Da hat man schon manchmal gesagt, okay, gut, kommen wir auch noch in dem Zeitfenster an. Aber es war durch und durch eine super Reise. Dann eine Frage von Romy. Sie fragt, wow, Hut ab, habt ihr den Bus noch? Wir haben den Bus noch in der Scheune und der funktioniert. Dann von Sarah, sie möchte wissen, da bin ich mal gespannt, habt ihr noch mehr so verrückte Ideen wie die Bully Challenge? Wenn ja, welche? Genau, zum Beispiel jetzt den Nordpol-Marathon in April, dann halt mit dem gleichen Bully die Panamericana. Das heißt von Alaska bis nach Feuerland. Wie lange seid ihr da unterwegs? Das ist richtig lang. Also das sind mindestens einige Monate, die man unterwegs ist. 30.000 Kilometer, 15 Länder, 10.000 von Höhenmetern, also Monate vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall länger als Peking. Wahnsinn. Jetzt eine Frage von Britta. Wie schnell konnte euer Bus fahren und welches Gepäck hattet ihr dabei? Maximal 80 km/h. Wir haben es manchmal vielleicht auch bergab auf 90 geschafft. Mehr sollte man aber nicht mit dem T1 schaffen. Das ist dann wirklich gefährlich. Wann ist Feierabend? Ja, das ist wirklich dann, also man hat ja auch nur 4 Gänge, nicht heute 6 Gänge. Da fährt er ja auch der schon bei 6.000 auch. Umdrehungen ja. Fast. Und, oh, das ist auch eine schöne Frage von Sarah. Habt ihr einen Talisman, der unbedingt mit musste? Ja, wir hatten so ein kleines Kelly-Bus, also ein doppelter Kelly-Family-Bus, so ganz kleiner als Spielzeug und der war halt vorne immer so als Glücksbringer. Schön, der hat euch begleitet. Ja. Vielen Dank für die Antworten, vor allem vielen Dank an eure Fragen. Und jetzt kommen wir zum Teamduell in der Spielerarena. Beim Teamduell muss jeder Frosch und jede Tigerente muss zeigen, was er kann oder sie. Denn nur wenn wirklich jeder sein Bestes gibt, dann gibt es auch am Ende für das Team die Notbremse. Belohnt wird das Ganze nämlich erst zum Schluss mit der Notbremse. Ja. In den einzelnen Stationen können sich die Teams nämlich Zeitvorsprünge erspielen. Beginnen tun wir hier beim Minigolf. Station Nummer 1 heißt Klemmbrett-Time. Da müsst ihr eine ruhige Hand beweisen, gutes Auge. Denn es geht klar darum, mit möglichst wenigen Schlägen hier den Ball einzulochen. Und dann gibt es für den Gewinner 3 Sekunden Vorsprung. Genau, Jonas und Maxim spielen gegeneinander und übergeben dann an Theresa und Nina, die sich durch den Quälgang kämpfen müssen. Zum Schluss zur Glocke und diese läuten, damit dann wer starten kann? Leni und Jana können starten. Sie hängen im Hochseilgarten bereits in den Seilen. Sie können Punkte sammeln. Wer zuerst die Glocke betätigt, bekommt 3 Punkte. Dann finden sie auf dem Weg auch noch, wenn sie Lust haben, gelbe und grüne Säckchen. Die können sie in die Zielscheibe werfen und auch das gibt dann dementsprechend Punkte. Da kann man ein bisschen taktieren. Wir starten aber mit dem Minigolf und genau, Maxim holen mal unsere und Jonas zwei kommt Champions zu uns. Genau. So, die Frösche liegen hinten, deswegen müsst ihr anfangen. Du hast 4 Schläge Zeit, wenn du 4 Schläge brauchst, ist super. Wenn es nicht reicht, dann gibt es einen Strafschlag, dann schreibe ich 5 Schläge auf. Los geht's. Okay. Erster Schlag. Da kannst du wieder hinlegen, ruhig mit Gefühl. Hui! Jawohl, super! Super! Maxim! 1, 2 und jetzt kannst du genau da weiterspielen, wo er liegen geblieben ist. 3 und der letzte Schlag. Fast! Macht nichts, nächstes Hindernis. Nächste Bahn für Jonas. Such dir eine aus. Die hier. Okay, sehr gut. Gute Wahl, gute Wahl. So. Ah, das gibt's du bist nicht. Der perfekte Politiker, du kannst schon golfen. Mensch, hole in one. 1 Schlag. Hole in one. Auch? Ja. Was ein Parteimitglied. Okay, weiter geht's. Nächste Bahn. Ah. Komm mal zu mir, dann schauen wir uns mal von Weitem an, was die da fabrizieren.
Ihr dürft den Ball liegen lassen, ihr könnt aber ihn auch zurücksetzen. Jetzt kommt der vierte Schlag. Nee. Diese Muschel sieht wirklich schwer aus. Ich glaube, es ist nicht einfach tatsächlich. Vier Schläge plus ein Strafschlag. Fünf muss ich aufschreiben. Maxim, du bist dran. Gib alles. Eins. Hui. Der war nicht schlecht. Dein dritter Schlag. Das ist wirklich schwer, glaube ich. Okay, jetzt kommt der letzte Schlag. Hui. Vier Schläge auch. Das heißt, wir zählen mal zusammen. Ich habe 9 Schläge bei mir stehen. Ich habe 8 Schläge. Das heißt, die Frösche bekommen 3 Sekunden Vorsprung im Quälgang. Und da geht's auch direkt los in 3, 2, 1, go! Komm schon, Serena! Los! Können die Frösche den Vorsprung halten? Ich würde es mir wünschen. Wir können eine Notbremse so gut gebrauchen. Nina holt auf. Über den Schwebebalken. Das ist gar nicht so einfach. Komm schon, Theresa! Boah, die Tigerenten geben Gas. Ich glaube, Nina hat aufgeholt. Ja, ihr seid vorne. Kopf an Kopf rennen. Diese Tür. Und ich glaube, es wird ein... Nein! Oh, nein, der Roller vorbei! Nein! Woran hattet ihr liegen? Ich sag's euch, am Roller. Aber Kopf an Kopf rennen! Beide gleichzeitig! Komm! Wow! Jawohl, Leni! Macht nix! Komm, Jana! Sehr gut! Komm, Leni! Versucht die mir nach hinten zu lehnen. Ja! Und dann hast du da 2 Säckchen zu werfen, wenn du magst. Auf die 2! Grandios! Super! Und jetzt kommt der Tarzansprung. Gib alles! Die Hängebrücke ist gar nicht so ohne. Wow, da gibt's Gas. Die nächsten Säckchen. Jana hat ganz schön aufgeholt. Jana! Aber Leni ist nicht dran. Vorbei! Stopp! Ja! Beenden das Spiel und jetzt müssen wir mal zählen. Also, die Frösche kriegen 3 Punkte für die Glocke und dann noch einen Punkt, der hier im Kreis. Also 4 Punkte. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben, das ist der erste Ring, 1 Punkt für Jana. 2 Punkte sind 3. Das ist jetzt die Frage. Naja, es macht ja nicht so viel aus, oder? Du hast ja noch 2. Das stimmt. So, wir haben 7 Punkte. Die Notbremse geht an die Tiger, die letzte. Gut, Jana. Das war die letzte Notbremse mit dem Ende im Klettergarten. Aber es musste natürlich auch der Quälgang gerockt werden. Hier sehen wir Nina und Theresa, wie sie alles geben. Am Ende ist es aber die 5. Notbremse für die Tigerente und die Frösche haben 1 Notbremse. Das ist ein großer Vorsprung. Trotzdem, wir haben im Tigerentenclub schon alles gesehen. Jedes Team kann gewinnen. Entscheidend ist, wer hält sich länger auf der wilden Tigerente. Es geht um 2 Namen, um Jonas und Maxi. Bevor wir mit dem großen Finale starten, müssen wir eine Kleinigkeit zugeben. Ist uns aufgefallen, uns ist ein Fehler passiert. Wir haben bei Leni einen grünen Sack vergessen im Klettergarten. Und deswegen gibt es einen Fairnesspunkt, eine Fairness-Notbremse, weil Leni den ja gar nicht schmeißen konnte. Also steht es jetzt 2-5, was die Notbremsen angeht. Die Notbremsen könnt ihr einsetzen, liebe Theresa und Nina, damit die Tigerente kurz stehen bleibt und ihr einmal verschnaufen könnt. Achtung, bitte nur mit einer Hand festhalten und sobald einer von euch runterfällt, ist das Spiel entschieden. Dann geht's los, Leute. Viel Spaß auf den Tigerenten, viel Spaß beim Buzzern. Es geht los in 3, 2, 1, go! Maxi, Maxi, Theresa am Buzzer, Jonas auf der Tigerente, Leni am Anfeuern. Jonas, Maxi, 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 Maxi
gute Reiter da auf der Tigente. Die können wir rechtzeitig einsetzen. Jonas! 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 Da ist die erste Notbremse raus bei den Fröschen. Wow, das ist ein enges Ding. Jonas! 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 Gerettet. Sie war kurz vor dem Mann, die Reiter sind nicht gut. Oh nein! Jonas ist geschafft! Das war zu knapp! Das ist geschafft, Jonas! Damit gibt's den Silberpokal für meine super Tigetten heute. Nina, du darfst den einmal hochheben. Silberpokal! Theresa, bitte einmal zu deinem Pokal laufen, denn für die Frösche gibt es heute den Goldpokal! Ich liebe dieses Ende. Unfassbares Finale und am Ende holen sich die Frösche Gold. Und das war's auch für heute mit dem Tigerentenclub. Ich sage danke an meine tollen Gäste, an Joey und Luke Kelly, die berichtet haben von eurer großartigen Reise mit dem Bulli von Berlin nach Peking. Leute, es hat mega Spaß mit euch beiden gemacht. Viel Erfolg und viel Spaß bei euren nächsten Abenteuern. Und apropos Tigerente, kleines Dankegeschenk an euch beide. Eure Tigerente dürft ihr euch nehmen. Klasse. Bis Dankeschön. Zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Und immer wirklich und immer wieder.